Was geht, liebe Mithumans? Herzlich willkommen zur 98. Episode unseres Kenshi Let's Plays hier auf meinem Kanal. Ich heiße natürlich wie immer zum einen dieser P und euch zum anderen herzlich willkommen. Ich nehme jetzt nochmals etwas auf Pump auf. Ja? Also diese Episoden werden aufgenommen, noch bevor die letzten zwei überhaupt rauskamen. Da ich in den letzten zwei allerdings nochmal was zwecks eurer Meinung gefragt habe, werden wir jetzt erstmal chillen, was den Erebor betrifft. Ja, dass wir jetzt quasi erstmal Stand, ihr wisst Bescheid, hier unser Häuschen haben mit paar Chests, mit paar Betten, mit einem Skeleton-Bett und mit einem Dingens für Strom, so einem Windgenerator. Und jetzt erstmal chillen. Denn was wir ohnehin auch noch machen müssen, ist ja Ruinen nackig machen. Ja, schon allein aus dem Grund, weil wir natürlich schon gerne noch die nächsten Mauertypen hätten. Was haben wir da? Das haben wir bereits erforscht. Ja, genau. Okay, cool. Dann müssen wir gerade mal schauen, hatte nicht irgendwer. Oh, warum ist denn der EMB so verletzt? Wo ist der EMB? Da vorne. Ja, EMB, komm, verheil mal hier deine Brust. Das passt schon. Kannst dich mal ein bisschen ausruhen, ist gar kein Thema. Genau. Mach mal hier die Zeit ein bisschen hoch. Dann schaue ich mal durchs Equip. Ich dachte nämlich, dass irgendjemand hat doch noch. Irgendwo hatten wir doch noch eine Karte der Ingenieure, oder? Bilde ich mir das ein? Ich dachte, irgendwo hätten wir da eine am Start. Was haben wir denn hier nochmal? Ah, hier haben wir nochmal ein besseres Langschwert für somebody. Das kann man nachher auch noch jemandem geben. Vielleicht hier gerade mal dem Kang. Oder der Izumi. Na, oder dem Takao wäre vielleicht eine Idee. Müssen wir schauen. So, wer hatte das jetzt noch gleich? Der Swifty, der ist hier. Wer ist da gerade in der Nähe? Ja, dann kriegt es gerade Attacker, oder? Ja, tipptopp. Okay. So, dann bin ich gerade am Überlegen, wie genau wir das machen. Allerdings gucke ich jetzt erstmal nochmal schnell durch. Ja, die Hunde werden es wohl kaum haben. Verteidigung auch nicht. Dann liegt es wahrscheinlich in irgendeiner Kiste drin. Das ist in Ordnung. Müssen wir bloß kurz gucken. Hier genau. Uralte militärische Unterlagen. Rechtsklick, um neuen Ort auf der Karte zu finden. Stätte, verlorene Waffenkammer. Okay, wertvolle Entdeckung sein. Der Weg zu einem geheimen militärischen Lager aus dem antiken Kaiserreich wird hier beschrieben. Dort könnte sich einige wertvolle Gegenstände befinden. Nehmen wir die auf jeden Fall mit. Okay, dann müssen wir erstmal schauen, wo ist wer. So, aha, Whisper, kannst du da mal schnell herkommen? Tipptopp. Dann würde ich sagen, gehen wir mit unserem Main Squad los, oder? Würde vielleicht noch schnell warten, bis der ENB verheilt ist. Und würde dann schon gern ENB, Whisper, Rain, Soto, Takao, Bakerman, Izumi, Kang und Swifty mitnehmen. Vielleicht eine von den Personen hier lassen, zwecks, ne? Dass wir hier halt noch jemanden haben, der ein bisschen was kann. Auch wenn wir hier natürlich immer die Hunde haben, die definitiv was können. Aber ihr wisst Bescheid, sicher ist da an der Stelle sicher. Bin mega froh, hier die 13 Tipps, Kenshi Guide, den ich neulich rausgehauen habe, kam sehr gut an. Das freut mich natürlich, ist immer cool. Bin da gerade auch direkt schon am nächsten dran. Es könnte auch sein, dass der schon rauskam zu dem Zeitpunkt, zu jetzt, zu dem das Video jetzt rauskommt, das ich hier gerade aufnehme. Zwar geht es da um Rüstungsschmiede und ich würde da ganz gerne eigentlich dann auch mal noch was zur Waffenschmiede machen. Und allein aus diesem Grund, wenn es euch nicht stört, und ich könnte mir nicht vorstellen, dass es euch stört, würde ich sagen, im Erebor könnten wir uns doch auch darum kümmern, dass auch Waffenschmiede da langsam läuft. Der ja, Handelskarawane ist uns gerade egal. Sorry, Leute. Gerade nicht so Lust, mit euch zu handeln. Genau, ja, einfach, dass ich da quasi die Einblicke kriege, die ich benötige, um ein Video darüber machen zu können. Und ja, ich denke mal, es ist jetzt kein riesiger Stress. Und Waffen zu haben, die Schneidetyp 3 wären, wäre eigentlich gar nicht schlecht. Jetzt zum Beispiel unsere Rain hier. Ja, ist immer noch mit Schneidetyp 2 unterwegs. Haben wir, glaube ich, häufiger. Oder wenn wir nicht gerade Meitu haben, dann sind wir irgendwo bei, ja, Schneidetyp 3, okay. Sind schon die meisten relativ strong, gar keine Frage. Ja, hier könnte man einen besseren Stab ranholen. Ja, also es ist jetzt nicht sonderlich wichtig, dass wir das machen in dem Sinne, aber mal den Rest noch mit relativ guten Sachen ausrüsten oder so, wäre doch auch gar nicht schlecht. Leichte Rüstung würde ich gerne auch mal noch so ein bisschen schmieden. Gerade für Leute, die dann hier zum Beispiel ein Schwift, die der Fernkampf am Start ist, macht es bestimmt Sinn, nochmal für ein anderes Rüstungsset zu gehen, eins mit ordentlich Wahrnehmung und dergleichen. Müsste man auch schauen, dass der Schwift, die vielleicht früher oder später mal wirklich noch beide Arme bekommt, hier schön mit Armbrüste und Geschick, weil das natürlich schon echt nochmal ordentlich was ausmacht in dem Sinne. Genau, aber wie gesagt, das ist,
Das kann ich sonst auch mal so machen, im Off, wenn ihr so wollt. Auch das wäre kein Problem. Dann würde ich gerade mal gucken. Oh, damn, ja, stimmt. Hier wieder aufschreiben, wer wie viel und so. Mein Block ist noch da hinten. Ist jetzt ein bisschen spät, dass ich mir das aufschreibe, aber ihr wisst ja Bescheid. Lieber spät als nie, aller. So, Kang war bei 48 und Soto bei 65 Stärke. Prüfen wir schnell, ob das ungefähr hinhaut. Vielleicht habe ich das letztes Mal vergessen. Kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt in der kurzen Zeit 8 Stärke rausgeholt haben. Aber bin ich natürlich froh. Soto, wie sieht es bei dir aus? 69. Ja, da habe ich es letztes Mal definitiv vergessen. Schreibe ich mir trotzdem schnell auf. Ja, 69 Soto. Und was war es? 58 bei Kang? 56. Und 56 bei Kang. Easy. Okay, dann muss das hier ein bisschen weg, sonst liegt das mir so im Weg. Hier läuft alles, oder? Ja, das sieht klasse aus. Ideal. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir, wie gesagt, chillen noch ein bisschen, bis der ENB ready ist. Verwalten direkt schon mal das Inventar. Da können wir definitiv noch ein paar Sachen rauslegen. Der hat nämlich auch eine ganz unangenehme Überlastungsrate, würde ich sagen. Ist da der Swifty eigentlich stärker? Stärke 55? Ja, vielleicht lasse ich den ENB hier. Das Ding ist halt immer, er kann halt niemanden mitnehmen. Er wäre zwar schnell vor Ort, aber er kann halt niemanden mitnehmen. Deswegen wäre es schon cooler, ihn einfach dabei zu haben, letzten Endes. Und entsprechend werden wir das, glaube ich, auch genauso machen. Ja, das machen wir so. Ganz ehrlich, Leute. Das hat ja anders nicht wirklich Sinn. Nehmen wir den Junge mit. Freut er sich. Mal wieder ein kleines Abenteuer und so. Wird cool, wird cool. Dann machen wir das direkt mal. Hier ein bisschen Stuff verwalten. Hier, guck mal. Kannst ein bisschen Baumaterial reinlegen. Stoff kann erstmal hier irgendwo rein. Das ist jetzt gerade ganz egal. Kann man irgendwann anders sortieren. Schon wieder eine Karawane. Okay, ja, Leute. Brauchen gerade nichts, aber danke, tut mir leid, aber wisst, wie es ist, ja, können wir jetzt nichts machen. Wir benötigen euch gerade einfach nicht. Okay, Rain, du kannst mal hier ausmachen, deinen Arzt anmachen und hier rumkommen. Was haben wir denn im Inventar? Das sieht doch gut aus. Den Rucksack kannst du erstmal ausziehen, brauchen wir gerade nicht. So, dann brauchen wir Soto Sonnenklinge, die jetzt in dem Sinne nicht weiter trainiert. Ja, aber wir nehmen sie auf jeden Fall mit. Steht vollkommen außer Frage. Komm mal hierher. Kang, du bitte auch. Dann können wir das entladen. Takao, wie sieht es bei dir aus? Ja, zwei Rucksack-Setups ist schön. Der kann auch ein bisschen Essen mitnehmen dann. Was macht der gerade? Manuelle Ölraffinerie kann auch mal rankommen. Ein bisschen chillen. Ah ja, trägt noch jemand mit sich rum? Ist der tot? Der ist tot. Das ist ideal. Dann kann man den absetzen. Wer ist das? Irgendein staubiger Bandit oder ja, hungriger Bandit. Das ist. Macht nichts, den kann man da ablegen. So, hat der Takao direkt sein Brot da reingetan. Müssen wir nachher natürlich Neues rausholen. Soto, Sonnenklinge. Du kannst deine Sachen hier rein tun und dies hier ebenfalls. Jetzt gucken wir mal in die Überlastungsleiste. Wen hast du dabei? Auch ein Bandit, kann in dem Sinne auch abgesetzt werden. Jetzt will ich gerade mal sehen, wie sieht es bei dir aus? Überlastung 0%. Klingt vielversprechend. Könnte vielleicht gerade so hinhauen, langsam mit der fallenden Sonne. Cool aussehen tut sie alle Male. Breit geworden ist sie. Ja, kann man nichts sagen. Also, das sieht so komisch aus, oder? Wie sehen deine Beine aus? Ja, das sind halt auch richtig Beine, gell? Junge, Junge, diese Schuhe. Ja, also die scalen schon auf eine ganz witzige Art und Weise mit hier, aber ja, wisst ihr, wie es ist. Finde ich, würde ich dann wie bei Rain anpassen, weil ich finde das hier schon, vor allem bei den Schuhen, irgendwie grenzwertig. Die sind so breit, wisst ihr, hier oben so. So breite Latscher irgendwie. Oder ich meine, hier ist das ja vollkommen. Also, ja, ich weiß nicht. Es stört einfach mein ästhetisches Befinden. Wenn man das so nennen will. So, Baker Man, auch du bist hier am Start. Dich nehmen wir ebenfalls mit. Definitiv nehmen wir den Junge mit. Hast auch du jemanden dabei? Ja, Tatsache, auch der ist tot. Können wir auch den absetzen? Wie er rausgepoppt kam. Schön, okay. Ja, Bakey, Ehre. Was willst du jetzt machen? Aha. Ah, okay, er legt da sein Zeug rein. Klar, er hat jetzt wahrscheinlich noch was im Inventar gehabt.
muss dann da natürlich wieder rein. Dann brauchen wir noch ein paar Orthesenkästen, sehe ich gerade. Haben wir da denn noch welche? Sonst müssen wir da vielleicht fast noch mal welche holen. Ja, da ist noch ein Rand voller drin. Ja, hier sind noch zwei drin. Easy. Kang, ja genau, komm mal her. Wen hast du denn dabei? Das sieht mir nach einem Busan aus. Dimak, alles klar, der kann hier rein. Ah, wer ist denn jetzt hier drin? Ja, lass mal den raus. Kannst den gerade mal verprügeln. Und dann, ja, wird unser Leben voll lässig werden. So, dann fehlt eigentlich nur noch das. Sp ja, wohl, wie gesagt, ich glaube. Schwifty lasse ich hier. Schwifty lasse ich hier. Ich bin frei, ja, aber wir greifen dich halt an. Hier, hack den mal weg, genau. Schön, danke schön. Kang, kannst hier jetzt den D-Mark reintun. Ja. Wird gut, Leute, wird sehr gut. Hast du jetzt noch Erz im Invent? Gerade nicht, das ist ideal. Dann komm mal hierher. Leg mal dein Stuff ab. Komm ich da ran? Ja, aber ich komme hier nicht ran. Doch, ja, easy, okay. Das kann da auch rein. Hast du hier schön deine Sachen. Wie steht es um deine Überlastung? Auch mal mit 0% angezeigt. Werden wir dann aber alles sehen, inwieweit das dann letztlich läuft. So, jetzt gucken wir, dass der hier richtig schön am Arsch ist. Stellt sich tot, ja, geht. Ja, Baker Man, dann nimm den mal noch mit. Schmeiß mal den wenigstens noch aus der Stadt raus, oder? So, jetzt haben wir unser Squad minus Whisperwind. Wo ist Whisperwind schon wieder hin? Und Isomir fehlt auch noch. Isomir-Eisenressource ist egal. Genau, komm mal ran. Schleichen kannst du ausmachen. Deinen Rucksack kannst du erstmal ausziehen. So, easy. Und wo ist unsere Whisper? Na, wo ist sie? Da hinten, alles klar. Dann könnt ihr schon mal zusammen rausgehen eigentlich. Whisper eigentlich auch von da, wo sie steht. Dann können wir auf dem Weg hier noch ein bisschen Brot einpacken. ENB, du kannst deinen Sneak auch ausmachen. Geht das Ganze ein bisschen schneller. Bei Whisperwind ist, glaube ich, weitgehend egal, zumindest so wie sie jetzt gerade equipped ist. Ja, aber trotzdem, genau, das haben wir dabei. Tipptopp. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Brot mit. Wenn ich es erwisch. Come on. Nice. So easy. Ja, sehr schön, oder Leute? Dann würde ich sagen, das wird eine coole Geschichte. Wer schwimmt von euch so langsam? Bestimmt der Kang. Aber ist egal. Müssen wir jetzt aussitzen, abwarten. Bin gespannt, wohin die uns führt, diese Karte. Ich werde auf jeden Fall ein Bild machen, denn ich habe es ja mal in meinem Guide erwähnt. Es ist leider so, dass. Wie erkläre ich das am besten? Dass, wenn man quasi eine Karte aktiviert, dann bekommt ihr einmalig diesen Punkt auf der Map eingeblendet und danach aber nie wieder. Das heißt, es macht Sinn, sich das irgendwie zu notieren, beziehungsweise irgendwie, ich sag mal, videografisch, fotografisch festzuhalten, denn ist dann blöd. Ja, ihr guckt quasi auf die Map, dann kriegt ihr diesen roten Dinger angezeigt, wo das eben ist. Und wenn ihr dann das nächste Mal die Map aufmacht, dann ist dieser rote Kringel schon wieder weg. Das heißt, wenn ihr dann nicht mehr wisst, wo das nochmal war, dann könnte das halt genauso gut hier jedes Ding sein, das ihr hier aufgedeckt habt. Und ja, findet man nie wieder. Genau, deswegen würde ich da gucken. Wie gesagt, es kommt auch ein bisschen drauf an, wo das ist, ob wir das dann wirklich wahrnehmen oder nicht. Also, ja, das ist natürlich, das muss klar sein. Wenn das jetzt übertrieben weit weg ist, dann gehen wir da natürlich erstmal nicht hin. Ja, mal dieses Hin- und Hergerenne. Wird jetzt hier halten klappen? Nee. Ja, danke. Sobald die im Radius ihrer, ich sag mal, Arbeitssachen sind. Ah, okay, sie hat natürlich auch die Eisenressource noch an. Wenn ich so halten mache, klappt das trotzdem nicht. Ja, weil sie das Brot ablegen will, quasi. Ja, das ist ein bisschen Trash. Ich finde, da sollte der Halten-Button dann schon irgendwie durchgehen. Wisst ihr, wie ich meine? Also, dass quasi gesagt wird, okay, du hast jetzt hier Halten gedrückt, jetzt wird auch wirklich die Position gehalten, auch wenn da ein Job zu tun wäre, beziehungsweise ein Gegenstand abzulegen wäre in ein dafür vorgesehenes Lager, dann wird hier trotzdem einfach der Platz gehalten. Ist leider nicht immer so, wisst wie es ist, aber jo. So, dann gucken wir uns das an. Ein Ort zur Karte hinzugefügt. Und jetzt müssen wir schauen, genau, jetzt kriegen wir das hier angezeigt. Das sieht doch gut aus, da können wir hin. Bräuchten wir in dem Sinne Säure-Equipment? Und wäre eh eine gute Idee. Hier so im Totland, wisst ihr, wie ich meine, da gibt es einige Ruinen, da könnte man schon echt gut gucken.
Nur eben, wie gesagt, Säure ist jetzt die Sache. Aber wir haben ja eigentlich alle die Krabbenrüstung, deswegen haben wir alle 100%. Ja, genau, die hat nämlich Säure. Sehr schön. Das heißt, ihr zieht einfach eure Sachen an, den Helm und das Ding. So, da haben wir 100%. Hier haben wir 100%. Bei den Hivern ist egal, bei den Skeletten ist egal. Izumi hat 100, Kang hat 100. Perfekt. Ja, das ist so ideal. So können wir da hinsteppen. Würde ich auch sagen, machen wir das direkt. Gehen wir schön über hier oben, oder? Ich will nicht zu weit nach da drüben. Da sind sehr viele Schnabeldinger. Ich würde sagen, wir gehen hier durch. Ja, einfach mal da hoch. Und gucken uns an, wie das läuft. Ja, schon ein lässiges Squad, muss ich schon sagen. Auch der EMB stimmt, hat natürlich auch kein Problem mit der Säure. Das ist doch klasse. Das ist doch klasse. Ich würde immer gerne wissen, wer von euch ist denn jetzt gerade am langsamsten? Aha, ist das also Soto-Sonnenklinge, wie es aussieht. Ja, direkt gefolgt von Bakerman und Izumi. Ist aber alles okay. Wir rennen da jetzt einfach ganz gediegen hin. Metzeln da ein bisschen. Machen da so unser Kenshi-Life. Unsere Kenshi-Experience, wenn man so will. Aber wo wolltet ihr denn hin? Ja, da ist eigentlich auch ein guter Weg. Da prügeln die gerade, da können wir schön dran vorbei. Die, die hinter uns sind, kommen uns gar nicht nach. Sind langsamer als wir. Rennen wir da schön durch. Schön durch. Guck mal da, die Bullenhorde, Alter. Das wäre mal eines Tages einfach ein Gamble wert. Wie hart. Weil, ich meine, wisst ihr, wie ich, das ist schon ein richtig heftiges Bullen-Squad. Da wurden jetzt zwar direkt welche kaputt gemacht, aber. Ja, die haben halt ihren Nachteil, dass die so hart auf Flecken stehen und nicht dodgen können, gell? Weil ich glaube, Damage Output. Alter, ja, okay, klar, die kriegen natürlich hart auf den Sack. Uiuiui. Ja, hoffen wir, dass wir da noch vorbeikommen, solange die noch stehen oder einigermaßen stehen. Ist das Holy Nation hier? Nee, ist einfach nur ein riesiges. Oh, das wäre so schön, um zu trainieren. Bisschen Zähigkeit hochzuziehen, wäre das durchaus nice. Naja, aber das ist jetzt halt nicht unser Plan. Alter, aber hier ist ja richtig gut. Hier müssen wir öfters hinkommen. Schaut euch mal diese saftigen Gruppen an. Das ist ja genial. Okay, ziehen wir hier weiter. Gibt es ein paar, wie sagt man, Bullenrudel und ein paar solche Rudel. Ist das hier gerade gespawnt? Oder kam das gerade in die Nähe, dass quasi es angezeigt werden kann, zwecks Weitsicht in dem Spiel? Ja, hier sind schon durchaus gute Squads unterwegs. Hier sollten wir echt mal zum Trainieren hinkommen. Also gerade wenn man so Zähigkeit ein bisschen hochziehen will oder na, Nahkampfverteidigung. Scheint mir das hier sehr nice zu sein. So, ja, dann würde ich sagen, wir gehen bis hier, oder? Dann rechts rein, vielleicht an der Ruine vorbei und dann hoch zu der, die uns, ihr seht, jetzt als Outpost angezeigt wird, aber nicht mehr mit der grünen Umrandung. Das ist halt die Geschichte. Ja, okay, hier, den haben wir ja letztens schon gelesen, von wegen, wer der Anführer ist. Hier mit Ruhm und Verdammnis war das doch, oder? Ja, ich führe uns zu Ruhm und Verdammnis. Geil. Macht es, Rain, macht es. Ja, letztes Mal schon angemerkt, das klingt für mich nach einer fairen Balance. Ja, wir haben zwar viel Ruhm, wir haben aber auch viel Verdammnis. Ja, wüsste ich jetzt nicht, was da dagegen sprechen sollte. Ich bin sehr gespannt. Ich habe, weil ich jetzt im Biergarten viel gearbeitet habe und generell, ich würde sagen, ein sehr sparsames Kerlchen bin, gerade relativ viel Cash übrig gehabt Anfang diesen Monat. Und habe jetzt ein kleines, ich sag mal, Experiment angeknackt. Und zwar hat mir noch jemand Geld geschuldet und ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm und ich hatte trotzdem meinen Monat schon durchgeplant und komme sogar im grünen Bereich raus. Wisst ihr, wie ich meine? Also das Geld, das zurückkommt, ist quasi nochmal über dem grünen Bereich drüber, wenn man so will. Ich hatte da einfach nicht mehr dran gedacht. Und in dem Sinne kann ich mir jetzt Folgendes leisten. Und zwar eine neue Belichtungsmöglichkeit für mein Setup, die genial wäre. Ja, also wenn das so funktioniert, wie ich mir das erträume, ich werde euch das dann mitteilen, sobald das gute Ding da ist. Das wäre schon richtig stark. Ne? Hab da einen guten Deal abgegriffen. Normalerweise kostet diese Alternative ein Drittel mehr, sage ich jetzt mal. Ja, will hier nicht so über Geld labern, finde ich immer, mag ich nicht so gern. Ja.
wäre damit, wenn sie normal viel kosten würde, gleich teuer wie meine aktuelle Belichtungsmethode, war jetzt in dem Sinne billiger. Das heißt, ich könnte meine alte eventuell verkaufen oder für andere Projekte aufbewahren. Plus, im Idealfall reicht diese eine Lichtquelle, um den gleichen Effekt mit dem Greenscreen zu haben. Entsprechend müssten nicht mehr drei riesige Softboxen Tag ein, Tag aus in unserem Wohnzimmer stehen. Was natürlich auch gegenüber Maddie einfach die freundlichste Option wäre, sage ich jetzt mal, denn wir wohnen hier zusammen. Ist schon frech, wenn ich hier quasi immer so das Wohnzimmer annektiere. Ja, da würde ich gerne weg von diesem Status und in dem Sinne, ja, wisst Bescheid. Okay, so, jetzt gucken wir. Jetzt hat Whisperwind nicht mehr ganz 100 Säure, aber ist super im Sneak unterwegs. Hier schön mit 100 plus 4, also 100 halt. Ja. Und dann gucken wir uns das an. Nehmen wir die hier schön aus. 100% Knockdown, kaputtes Modell 30. Die könnten wir, glaube ich, auch alle zerfleischen einfach. Allerdings würde ich jetzt erstmal so reingehen und ein bisschen scouten, was die haben. Ja, schön weggeklonkt. Weggeklonkt. Die werden alle geklonkt. Wir waren hier ja schon mal zugegen. Ich hoffe jetzt, ich bin hier nicht nochmal da, wo wir eh schon waren, sozusagen. Ja, die rennen dann alle dahin, weil die quasi alle das übernehmen wollen. I see. Geschlossen haben 7%. Oh Junge, da scheint wertvoller Shit drin zu sein. Dann legen wir da direkt mal los. Ja. Schönes Ding. Kriegen wir hier was vom Säureregen ab? Sieht nicht so aus. Sind ja überdacht. Ich weiß nicht, ob das in Kenshi, ob Kenshi da sagt, ja, klar, ist ja überdacht. Ich würde mal gerne wissen, was so Leute hier machen. Wisst ihr, was ich meine? Was ist denen ihre Mission hier gerade? Was tun die hier überhaupt? Können wir ja mal gucken. Das ist hier eine Ausbeutungsstation. Die stellen hier Rüstung her. Okay, ja, interessant, oder? Knackt Schloss. Nein, und da hängen wir so hinterher. Also ich würde sagen, knackt Schloss, los das Stat, den wir haben, oder? Schön, dass das hier gerade so oft failt. Dann können wir dann direkt ein bisschen was rausholen, so. Das ist gut. Ja, die haben alle schön Säureschutz. Takao braucht es nicht. Ja, Säureregenschutz, genau, alles gut. Ich habe auch mal überlegt, wisst ihr, oh, ich hätte schon auf so vieles Bock. Ich habe mal überlegt, ob ich vielleicht am Ende dieses Let's Plays, wie gesagt, noch, wisst ihr, dass wir so ein paar Dinge ausprobieren. Erstmal nur ausprobieren. Zum Beispiel können wir auch einen Außenposten etablieren. Hier zum Beispiel in einer Gegend, wo halt Säureregen herrscht. Wisst ihr, wie ich meine? Weil an und für sich, ja, können wir das ja. Wir haben ja die richtige Rüstung dafür. Wir könnten hier easy siedeln, wenn wir das wollten. Ich weiß nicht, wie es mit den Blitzen ist, wenn die regelmäßig in der Base einschlagen oder so. Ich weiß nicht genau, was einen hier raiden würde. Aber solche Sachen mal in Erfahrung zu bringen, wäre doch eigentlich cool so fürs Ende. Wisst ihr, wie ich meine, wenn wir wirklich sagen, okay, jetzt haben wir nicht mehr viel zu tun, wenn wir noch ein paar solche Sachen ausprobieren. Oh. Und wir wüssten, dass hier diese Musik läuft. Auch das wäre ziemlich strong, finde ich. Also, das ist doch, Junge, Junge, wie die hier einen wegjodelt. Bei dem Track wüsste ich gerne, wie er heißt. Wenn es jemand von euch weiß, bitte in die Kommentare, damit, Alter, versagen wir gerade oft. Das ist so toll. Ja, perfekt. Versag noch ein paar Male mehr. Das wird so gut. Ja, jetzt wird es langsam hell. Muss mal gucken, ob dann unser Sneak reicht. Ich gehe aber mal stark davon aus und im Zweifelsfall rennen wir weg. Diese Truhe würde ich jetzt schon gerne noch geknackt haben, eigentlich. Ja, ich scheint schon der Endgegner zu sein hier. Wir brauchen so ein paar Ingenieurforschungsnotizen, wir brauchen ein paar uralte wissenschaftliche Abhandlungen, damit wir einfach die größeren Mauertypen machen können und vielleicht auch hier mal sowas, doppelläufige bzw. revolverläufige Harpunengeschütztürme wären schon schnieke, sage ich jetzt mal. Ja, wäre schon cool so. Damit hätten wir definitiv Spaß und unsere GegnerInnen hätten nie wieder Spaß. Nie wieder. Ihn liebe ich, der hat den wichtigsten Job. Eigentlich hätte ich gerne so ein kaputtes Modell 30. Wisst ihr, wie ich meine? Die sehen ja auch so ein bisschen anders aus. Ich fände es schon cool, wenn man da bei den Skeletons auch so ein bisschen mehr sammeln könnte. Agnew hat ja auch zum Beispiel eine sehr spezielle Kopfform. Der hat ja dieses runde Ding. Keine Sorge, den holen wir auch noch. Könnten wir eigentlich im Idealfall so auf dem Rückweg mal probieren? Wäre eine Idee, könnte man machen. Auf jeden Fall. Oder so auf dem Rückweg.
mal noch in der Ruine vorbeischauen, in der wir halt in dem Sinne schon waren. Wo war die jetzt noch gleich? Hier, gell? Genau. Ja, hier, jetzt steht's auch dran. Guckt. Turm der Misshandlung, Tower of Abuse, there you go. Endlich. Das heißt wirklich, du musst da rein, damit, wer davor hieß, der Old Control Tower. Wir wissen das alle noch. Du musst also rein, damit sich der Name ändert, damit du den wirklichen Namen bekommst. Davor hast du quasi eine Idee, das sieht irgendwie so aus. Und danach weißt du, was da drin abgeht, und dann wird es tatsächlich renamed. Das wusste ich gar nicht. Oh, damn. Wir werden ja angegriffen. Die wurden entdeckt. Ist ja interessant. Ja, ich würde sagen, wir nehmen da ein bisschen Abstand erstmal, oder? Ich weiß nämlich nicht, ob Whisperwind dann mitentdeckt wird. Er lässt los. Okay. Dann sneaken wir halt dahinter. Easy. Glück gehabt. Ja, nice. Nein, 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 nein. Oh, ups. Jetzt, das wäre es wieder gewesen hier, gell? Direkt das ganze Squad daherziehen, dann entdecken die uns nämlich safe. Nice. Ingenieursforschungsnotizen einmal. Geiles Leben. Elektrische Components sind uns egal. Das können wir mitnehmen. Da hatten wir eh ein bisschen wenig dabei. Stromkern ist manchmal ganz nice to have, so in dem Sinne, aber unnötig für uns, da ich mit Wind meistens drin bin. Ja, da bin ich ganz, ganz grün, wenn man so will. Wie viel haben wir hier? 28%. 5% nochmal. Richtig geil. Gehen wir da mal hin. Ha? Hauen wir den Junge um. Sehr schön, und knacken hier los. Da kommt dann quasi immer direkt jemand und macht dann weiter. Das ist schon, oh yeah, noch eine, perfekt. Weiß, die laufen so legit an dir vorbei am helllichten Tag. Aber die haben einfach keine Chance, die raffen das nicht. Ich glaube, mit Schlossknacken so 40, 50 pro. Haben wir das abbekommen? Das sah schon so aus, als hätte der auf uns eingeschlagen, oder? Ja, wie dem auch sei. Haben wir, ne? Hat uns nichts gemacht hier. So, die warten da ein bisschen. Das ist easy. Izumi hat auch noch ein bisschen Brot dabei, oder? Ne, hat sie nicht. Hat sonst niemand was dabei? Ja, die haben alle schon gut Hunger. Ja, muss Whisper auf jeden Fall nachher mal ein bisschen in die Nähe kommen. War vielleicht ein bisschen wenig Brot, was wir dabei haben. Ne? Wird sich zeigen. Aber es wird auf jeden Fall reichen, dass wir diese Episode hier ein bisschen ausnehmen. Ich würde auch mal die Zeit wieder ein bisschen hochstellen, oder? Dass wir uns hier nicht so ewig anschauen müssen, wie hier Schlösser geknackt werden. Auch wenn ich schon sagen muss, ich finde gerade, wenn man sneakt, immer ganz nett, wenn man eigentlich die Geschwindigkeit eher nicht auf Full Pace hat, weil man halt doch mal vielleicht irgendwie entdeckt wird, straight ein paar Hits kassiert, bevor man das so wirklich checkt, bevor man hier wieder auf Normal oder Pause drücken kann. Ja, und deswegen mache ich das eigentlich immer ganz gerne, dass das erstmal ein bisschen gechillt wird sozusagen. Hier würde ich jetzt sagen, wir pacen und behalten Whisperwind dann einfach genau im Auge. Dann müsste das schon klar gehen. Ja, holen hier ordentlich was rein. Ja, perfekt, Alter. 36 schon. Kriegen immer noch circa 10%. Ja, ziemlich genau 10%. Ja, perfekt 10% gerade. Pro Mistry. Wäre schon schön, wenn wir hier so noch auf 40 kommen, würde ich mir das schon loben. So ist es nicht. Ah, schade. Aber anyway. CPU-Einheit natürlich viel wert. Eine Jitte ist uns egal. Da würde ich sagen, nehmen wir nochmal eins mit. Interessant, gell? Ich hätte jetzt gesagt, eine Ingenieursforschungsnotiz würde ich eher mit einem harten Schloss beschützen, als jetzt, was da letzten Endes drin war. So, was haben wir hier? 90%. Gehen wir auch noch hin. Wird wahrscheinlich nichts Wichtiges drin sein in dem Sinne, aber jetzt gucken wir halt mal. Oh yeah! Uralte wissenschaftliche Abhandlung. Let's go! Dann schauen wir mal noch weiter. Was haben wir denn noch so, was man knacken könnte? Ja, die, let's go. Komm, das sind auch nochmal zwei. Schade. Was haben wir hier noch? Nichts. Gucken wir mal so noch in die Chests rein. Ja, auch nichts. Rüstplatten, Chest ist das. Ja, easy. Würde ich sagen, ziehen wir, schweifen wir von dannen. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Oh ja, saurer Regen, stimmt, klar. Brauchst du deine Rüstung wieder? Ja, direkt überall ein Damage drauf. Ein Regen, ein Damage. Wisst, wie es ist? Cool. So, die essen erstmal ein bisschen Brot hier. Genau, und dann gehen wir weiter. Richtung da oben. Könnte knapp werden hier mit dieser Folge noch. Aber wisst Bescheid.
Was war das jetzt? Wo haben wir jetzt einen Hit bekommen? War da irgendwie ein Skeleton oder so? Ja, war's. Okay. Egal, wir rennen da jetzt einfach weiter. Ein Hit ist kein Hit, wisst Bescheid. Obwohl, wenn wir jetzt da hochziehen, relativ quick, und quasi sagen, ey, das ist so das Letzte, was wir jetzt machen, diese Episode, wäre ganz nett. Ich würde mich dann ganz gerne von da aus noch zurück, könnte also in dem Sinne sein, dass die Episode länger wird, zurück mindestens hier mal in Richtung Schwarze Wüstenstadt zurückziehen, weil ich einfach immer ein bisschen ungern irgendwo abspeichere, wo es potenziell sehr gefährlich ist. Es ist nicht so ganz mein Ding. Ist nicht so mein Nindo, ja, nicht so mein Weg des Ninjas sozusagen. Ja, so ist es hier. Leute, und dann werden wir so geile Scheiße erforschen. Darauf habe ich so Lust. Ich muss auch ehrlich sagen, ja, ich finde diese. Kommen wir da durch, ohne einen Hit zu kriegen? Ja, perfekt. Das war lucky, aber ja, sind wir durchgekommen. Auch da, ja, perfekt, denn die machen relativ viel Damage. So, jetzt sind die aber übelst close an uns dran. Das heißt, wir müssen die erstmal abschütteln. Genau. Dann wieder die Frage, wo wir den Rest stehen lassen. Ich würde die gerade mal hier hochstellen. Da können die zwar vom Blitz getroffen werden, aber it is what. Das war richtig knapp. Aber it is what it is, gell? So, und Whisper, du rennst da bitte einmal rein, auch mit Säure-Damage und gönnst dir einfach ein bisschen, was da abgeht. Waffenkammer, sehr schön. Der saure Regen, ja, easy, musst du jetzt halt durch. So, aha. Was? Ja, Spiders Under the Skin ist natürlich immer Sicherheitsspinne, die machen schon richtig, richtig Damage. Da müssen wir in dem Sinne gucken, dass wir wirklich nicht entdeckt werden. So. Es sind nämlich auch echt viele. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall erstmal an die Chests, die geschlossen sind, beziehungsweise vielleicht gerade mal hier in diesen Raum. Ja, da scheinen wir gute Chancen zu haben. Nice. Ja, nehmen wir mit, oder? Experte, ist kein Masterwork, aber kann man mitnehmen, würde ich behaupten. Braucht man nicht. Die kriegen wir genug, wenn wir wollen. So, was haben wir hier? Ein Tresor. 0%. Oh nee. Das ist natürlich immer außerordentlich ärgerlich. Kann man die ja nicht bewusstlos schlagen? Nee, kann man nicht. Das ist natürlich hart auch, gell? So, was haben wir dann hier noch? Gibt es hier noch irgendwo eine Chest? Die es zu knacken gilt. Erstmal nicht. Dann gehen wir direkt ein Stockwerk weiter hoch. Da haben wir nur eine Spinne auch. Das ist doch schön. Ja, der Tresor wäre halt das Main Ding. Das ist halt richtig schade jetzt, weil wir darauf halt keine Chance haben, gell? Oh Mann, wir hätten sowas wie Dietrich hier mitnehmen sollen eigentlich. Das war jetzt außerordentlich unklug von mir, weil das ist halt legit der einzige Grund, weshalb du hierher kommst, dieser Tresor. Ich meine, alles andere war jetzt ja eher schmächtig. Stärke benutzen, werde ich dabei entdeckt. Dafür bin ich nicht stark genug. Ja, dann müssen wir mit jemand anderem kommen. Das heißt, wir sollten die hier weghauen. Das heißt, wir müssen den Kampf nach draußen tragen. Das heißt, Whisperwind hat schon mal zwei richtig fatale Hits bekommen. Da hätte ich vorerst Equipment wechseln sollen. Da bringt auch das Katana gar nichts. Das werden wir direkt auswechseln. Da gehen wir definitiv Martial Arts rein. Weil die vom Katana quasi gar keinen Damage bekommen. So, Whisper, renn einmal raus, heil dich ein bisschen und dann kommen wir mit allen rein. Wo sind die denn da oben genau? So, hier heil dich mal kurz. Easy, und jetzt gucken wir mal. Da bin ich jetzt echt gespannt, weil das sind harte Gegner, die wir da jetzt gerade am Herausfordern sind. Definitiv. Also sehr stronge Gegner. Ja, INB mit einem Katana, das auch noch räudig ist. Der INB könnte eigentlich echt mal eine bessere Waffe kriegen, oder? Ich meine, was ist das? Jetzt mal ganz ehrlich, was ist das? Ich meine, rostende Klinge. Der arme Junge ist so der Main eigentlich und kriegt so eine rostende Klinge, Alter. Das ist schon schwach. So, dann gucken wir uns das mal an. Ich bin echt gespannt. Ich denke, Whisper macht hier kurzen Prozess, wenn sie trifft. Ja, die haben halt Attack Speed, der Out of League ist so. Aber sie sind in der Unterzahl. Ja, wir kriegen halt schon gut. Wir kriegen halt schon gut Damage. Ja, Takao. Ne, Bakerman ist es. Lass mal fallen hier. Und ihr könnt natürlich euren Sneak alle ausmachen. Ja, sehr schön. Okay, jetzt bin ich gespannt.
Alter, die Angriffsgeschwindigkeit von denen ist so out of world. Ja, die erste ist down, das ist sehr schön. Das heißt, wir machen durchaus auch genug Damage, direkt töten die Dinger. Muss gleich mal einen Schluck Wasser trinken hier. Easy, beide tot. Ja, perfekt. Gucken wir uns an, wie unser Squad das überstanden hat. Der Doktor ist schon dabei, bleib ruhig, let's go. Hier der Bauch, ich weiß ja nicht. Whisperwind, ja, das hat sie halt am Anfang bekommen. Ansonsten ganz gut. Rain ist wieder superior, hey. Alter, Soto hat auch gar nichts abbekommen. Taka, oh, klar. Der kriegt natürlich auch mehr Damage immer so. Vor allem aufs Bein. Izumi, ey, strong. Kang, strong. Richtig gut. Dann würde ich sagen, wir ziehen die da so ein bisschen einzeln raus, oder? Macht schon mehr Sinn, als direkt gegen alle zu kämpfen. Also ihr habt ja gesehen, die Angriffsgeschwindigkeit von denen ist krank. Das AOE ist auf jeden Fall da. Das ist nichts, was man mal so easy auf die leichte Schulter nimmt irgendwie. Aber die machen wir nackig. Wird das mit dem Zeitplan natürlich nochmal ein bisschen anders, sage ich jetzt mal. Aber wir holen die da schon einem nach dem anderen raus. So, das dürfte nicht das Problem sein. Ja, kommst du? Das sind ein bisschen viele. Das sind ein bisschen viele. Haut mal ein bisschen ab. Wie viele kommen jetzt? Einer, zwei. Zwei wären cool. Vier wären... würde ich jetzt nicht so spüren. Aber bis der da ist, ist da einer weg, wenn es gut läuft. Alle angreifen lasse ich jetzt erstmal. Die sind tot, oder? Ah, nee. Oh, damn. Ah, die gehören da nicht dazu, aber stehen da halt noch hinten rum. Ja, genau. Die Alter, die kriegen ganz gute Hits. Seht ihr mal, ohne unsere Rüstung, hey, was das für Blows wären. Junge, Junge. Wir würden richtig auf den Latz kriegen. Aber richtig auf den Latz kriegen. Jetzt bin ich am Überlegen. Ja? Wenn die hier noch dazukommen, dann haben wir ein kleines Problem. Und wenn wir bis dahin zu weak sind, um zu entkommen, dann ist dieses Problem ruckzuck ein sehr großes Problem. Weshalb ich sagen würde, wir ziehen uns ein bisschen nach da zurück und kämpfen da weiter. Ja, da haben wir jetzt natürlich vor allem mit Whisperwind nochmal einen Hit bekommen. Der linke Arm, ja, auf dass sie ihn nicht verlieren möge, das wäre schön, aber wenn es so ist, ist es so. Kann man dann auch nichts machen. Ja. INB auch immer ganz vorne mit dabei. Klar, ist am schnellsten, aber ist eigentlich dumm, weil der kriegt natürlich auch gut Damage. Oh shit, und die ist natürlich auch weit größer. Mit heftigeren Stats. Das könnte jetzt schon richtig close werden. Alter, was geht denn mit Soto? Soto, sag mal, bist du... Weißt, Nahkampfangriff und Nahkampfverteidigung so auf legit nichts. Und die hat noch nichts ab... Was ist mit ihr? Wie bewerkstelligt sie das? Ist hier das erste Mal down. Das ist sehr schön. Startet neu. Vergiss es. Du bist instant weg. Ja, wir stehen das durch, Leute. Wir stehen das durch. Wenn jemand von uns fällt, verletzt wird oder sogar ein Gliedmaß abgetrennt wird, wir brauchen auch einfach mal wieder ein bisschen Action hier, ist ja klar. Und die kriegen schon gut auf den Sack, würde ich sagen. Ich muss immer gucken, dass... Man sieht bei denen so schlecht, wenn die Knockout sind, finde ich. Höhlen sind die, wenn dann. Ah, jetzt hagelt es gerade schon gut Damage, hey. Ja... Aber geht noch. Geht noch. Wir sind noch am Führen, würde ich behaupten. Soto, wäre schön, wenn du irgendwann mal zuschlägst, so. INB down. It is what it is. Ist da das nächste Mal bald am Liegen? Sind die... Hä? Ja, okay, kommt. Jetzt können wir hier auch gerade mal drücken. Alle angreifen. Da kamen mal wieder ein paar grüne Zahlen. Sehr wichtig für uns. Also sehr wichtig für uns. Oh, da liegt was. Aber Takao liegt auch. Aber das muss schnell jemand machen hier. Ja, weg damit. Raus. Töten. Alles töten. INB steht wieder auf, wenn ich das richtig... Wo schlägt hier gerade der Blitz ein? Jawohl, direkt in unserer Nähe, oder? Das so hell ist.
Ah, er kam erst noch, okay. Izumi, Kang, regelt ihr das hier? Ja, geil. Die regeln das halt echt. Weg damit, Junge. Und das klang auch nach einem Todeshit, ja? Okay, alle tot, hä? Huh? Jetzt muss ich gerade schauen, die hier. Die startet noch neu. Machen auch die noch schnell tot. Easy. Strong, Leute, sehr strong. Also, der INB, da sieht's schon schlecht aus. Also, ja, aber nicht sonderlich, ja. Auch Whisper wäre definitiv nicht verkehrt, wenn wir uns nachher irgendwo ausruhen könnten. Takao hat gut auf den Kopf bekommen. Das ist halt echt das Problem mit denen, gell? Klar haben die 200 auf dem Kopf, aber hey, wenn die halt auch 90er-Hits kriegen statt so 10er, dann ist halt auch schwierig, gell? Baker steht super da, Izumi steht gut da, Kang, Superior wieder richtig schön. Und Soto und Rain ist ja eh, steht außer Frage, die haben super abgeliefert. Auch wenn ich sagen muss, von Soto habe ich nicht sonderlich viele Hits gesehen. Ja, die könnte durchaus noch ein bisschen mehr Stärke vertragen, um an ein bisschen mehr Combat-Geschwindigkeit ranzukommen. Liegt aber natürlich auch hier dran, ja, das, wie geht's da nochmal? Häufigkeit von Angriffen auf Gegner, genau, klar. Das spielt natürlich immer mit rein. Nahkampfangriff ist da noch ein Witz. Ob ihr eine Waffe, ich habe es ja in den Tipps angesprochen, war schwierig, ja, bei dem Tippvideo, war schwierig bei dem Tippvideo. Ich wollte mal wieder ein Video, das nicht ein Jahr dauert. Ja, das war mir relativ wichtig mal wieder so. Aber es war jetzt letzten Endes trotzdem 10 Minuten und es kommt dann natürlich drauf an, wisst ihr, wie ich meine, was priorisierst du? Weil klar könnte ich euch zu jedem einzelnen Tipp eine halbe Stunde voll labern, aber dann zieht sich das Video ja niemand rein. Also, was ich da angesprochen habe, hier zwecks, ihr wisst ja Bescheid, da weiß ihr Bescheid, dass ihr Bescheid wisst. Ist ja ein Spagat aus Stärke und den Skills, die du hast. Also hier Nahkampfangriff zum Beispiel und Nahkampfverteidigung. Aber generell, wie schnell du deine Waffe führst, ist ja erstmal nur, also ob du die Waffe führen kannst, müsste man sagen. Ja, so wie man sie führen sollte, mit der Geschwindigkeit, die quasi du hättest, wenn du hier auf Null wärst. Das liegt natürlich am Stärkewert, ja, ist ja keine Frage. Also, wenn du jemandem mit null Stärke eine fallende Sonne Meitu gibst oder eine lange Planke Meitu, dann schlagen die quasi in Slow-Mo zu. Ja, das hat dann in dem Sinne erstmal nichts mit Dingens zu tun. Jetzt müssen wir hier schauen, wer hat denn die höchste Stärke eigentlich? Wer hat das denn? Stärke 65, 70, 69, 70. Ja, also wir haben nur noch die Chance, dass Rain das vielleicht hinkriegt. Dafür bin ich nicht stark genug. Ja, Junge, wie stark soll man dafür denn bitte sein? Werkzeuge benutzen, aber wir haben keine Werkzeuge. Yo, das ist so ärgerlich. Ey, wir brauchen dringend irgendwelche Werkzeuge jetzt. Wo kriegen wir jetzt Werkzeuge her? Vielleicht aus der schwarzen Wüstenstadt? Sollen wir da schnell hinrennen? Wer ist jetzt noch am schnellsten? Ja, du. Sieht gar nicht so gut aus. Klar, ich würde jetzt schon gerne den Tresor mitnehmen, ja, aber wir haben halt so echt keine Chance, wenn man so will. Wir können zwar noch hier alles andere angucken, aber da wird wohl kaum was Geiles drin sein, wenn da halt ein richtig heftiger Tresor so am Start ist, gell? Die Waffenschränke haben wir schon gecheckt. Ich habe keine Werkzeuge. Ja, das ist außerordentlich schade, wisst ihr das, Leute? Das ist außerordentlich schade. God damn. Ja, ich habe verstanden, dass du keine Werkzeuge hast. Und dass ihr irgendwie zusammen da dran rum arbeitet, geht auch nicht, oder? Geht auch nicht. Tresor verschlossen, Level 87. Ja, der ist halt schon richtig verschlossen, gell? Okay, Leute, dann würde ich sagen, ihr chillt hier. Ja, seid ja hier wenigstens in Sicherheit so. Whisper, trotz Verletzung, rennt schnell in die nächste City und guck mal, ob wir da ein Werkzeugchen rankriegen. Das wäre schon cool. Ich bin mir da echt nicht sicher. Ich weiß nicht, wo es Werkzeuge in dem Sinne gibt, ob man dafür einen speziellen Store braucht so oder ob man die überall kriegt, wenn man Glück hat so. Ah, sie ist gar nicht so schnell. Überlastung?
Ah ja, klar, wir haben jetzt schon viel eingesammelt. So, wie viel wiegt sowas denn? 2 mal 0 Kilo. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich, weil wir halt durch die Brust so viel Stärke im Malus haben, durch Brust und Bauch und durch den Arm. Ja, Verletzung, Robotik, Malus durch fehlenden Arm. 33, ja, weil der quasi gerade gelähmt ist. Das ist unser Problem, deswegen sind wir überlastet. Wie dem auch sei, jetzt reichen auch erstmal 16. Die Spinnen hier sind langsam, das ist in Ordnung. Wir wollen da schnell vorbeischauen, checken schnell, ob es da Werkzeuge gibt. Die anderen sind ja in der Hut da drin sicher. Sobald wir das getan haben, würde ich an der Stelle dann auch die Episode abbrechen. Beziehungsweise abbrechen klingt so, als wäre es so unfreiwillig beenden. Aber wie gesagt, jetzt schauen wir da erstmal nach. Hoffentlich haben die Werkzeuge. Das wäre jetzt schon Premium, Premium, Premium. So, guck mal hier. Hi. Hast du Werkzeuge? Das wäre so legendär. Sieht schon mal nicht nach Werkzeugen aus. Man könnte hier natürlich wieder geil. Oh ja, das wäre natürlich wichtig, den zu holen. So. Können wir aber alles ein andermal machen. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Das hier, ist das eine Bar oder ist das einfach nur ein Haus? Was? Die Zeiten haben sich geändert. Vielleicht dauert es auf einen. Vielleicht deutet es auf ein Erwachen im nächsten Zyklus an. Ja, machen die hier einen auf Enderwahl. Da gibt es auch einen Zyklus. 8%. Könnten wir da. Entdeckt uns da jemand oder wie ist das? Du darfst hier nicht sein. Ja, okay. Dann, ciao. Gehen wir woanders hin. Meine Haut verbrennt. Saurer Regen. Ja, easy. Ah, was habe ich jetzt getan? Meine Attentäterlumpen. Was ist denn hier jetzt gerade passiert? Wie ist das denn geschehen? Darf ich jetzt bitte meine Attentäterlumpen wieder aufsammeln? Ja, schön, okay. Ja, dann müssen wir hier nicht sneaken. Gucken wir mal noch in der Bar. Hier gab es noch eine Bar. Ja, eben Bar. Vielleicht haben die was. Dann schauen wir noch schnell im Schrotthaus. Komm, die haben noch Werkzeuge da. Erzähl mir doch jetzt hier nichts. Ah, wie sieht's da aus, mein Freund? Hast du Werkzeuge? Keine Werkzeuge. Ah, oh, Blechfaust und Catlon waren ein tolles Team. Ja, das stimmt. Was sagst du noch dazu? Und nun ficht Blechfaust einen aussichtslosen Kampf für den Menschen aus. Tja, ja, während Catlon sich in Luft auflöst. Was ist passiert? Ja, mal ein bisschen Storylore mitnehmen, ist ja auch immer schön. Gehen wir hier mal Richtung Schrotthaus. Wo ist das nochmal? Ah, da, gell, ja, genau. Da komme ich irgendwie jedes Mal durcheinander, obwohl ich schon so oft hier war. So, kommt, ihr habt Werkzeuge da. Ihr habt jetzt einfach Werkzeuge da. Habt einmal Werkzeuge da. Das wäre so strong. Komm schon, Werkzeuge. Ja. Wo sind deine Werkzeuge? Show me your Werkzeuge. Ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Wie sehen Werkzeuge denn überhaupt aus? Halt nicht wie Waffen, oder? Oh, Eisensäge. Eine Eisensäge. Man könnte damit theoretisch Sklavenfesseln entfernen. Ja, wir brauchen Werkzeuge. Junge, wir haben da Werkzeuge abgegrapscht. Ja, jetzt rennen wir da auch gerade noch schnell hoch, oder? Und nehmen die Scheiße aus. Das ist ja vollkommen klar. Also, sorry, da sehe ich jetzt gerade gar nichts. Dann ist die Episode mal wieder ein bisschen länger. Das ist vollkommen okay. Ich will jetzt wissen, was da drin ist und ich will wissen, wie Werkzeuge funktionieren. Ich glaube, ich habe noch nie in, ja, ich glaube mittlerweile ein bisschen mehr als 700, na, 600, 600 Stunden, glaube ich, weiß nicht genau. Ja, auf jeden Fall einige Stunden, weit über 500 Stunden, noch nie diese Werkzeuge benutzt, weil ich eigentlich immer jemanden hatte, der das gut genug kann. Jetzt hier in diesem Run bin ich da echt ein Laie, muss ich sagen. Wir haben wenig Schloss geknackt, wir haben generell wenig geplündert so. Man muss aber auch dazu sagen, Logo ist halt in dem Sinne ein Iron Man Run. Ja, wir laden ja nicht. Deswegen geht man halt so ein Risiko auch seltener ein, würde ich behaupten, oder? Also ich schon, ist ja nicht sonderlich häufig irgendwie gemeint, ja, klar, da klauen wir jetzt was oder so. Haben wir einfach nicht gemacht. So, jetzt hier mal ein bisschen sneaken wäre ja nicht schlecht. Wie schnell sind wir dann? 5, das ist natürlich wenig, aber dann kommen wir an, ohne dass wir da noch Spinnen mit reinlocken. Das wäre nämlich schlecht. Auch ihr könnt mal euren Sneak aktivieren. Nee, nee, ihr könnt, ne? Könnt ihr alle drin bleiben. So, schön alle hierher. Könnt auch ruhig ein bisschen weiter rein. Und Whisper kümmert sich darum. Komm, Whisper, hier, zeig mal, wie ist das mit den Werkzeugen? Ist das eine 100% Chance? Ich habe kein Werkzeug. Klar hast du Werkzeug. Werkzeuge.
Ein Paket mit Werkzeugen kann benutzt werden, um durch Schlösser zu schneiden und Sklavenfesseln zu entfernen. Sie neigen dazu, recht zerbrechlich zu sein und werden allgemein weggeworfen, nachdem sie benutzt wurden. Durch Schlösser zu schneiden ist langsamer und lauter als das Schloss zu knacken. Diese Werkzeuge werden eher von ehrlichen Leuten benutzt, wie etwa Schatzjägern, um in alte Verliese einzubrechen. Alles klar. Muss ich das mit Rechtsklick benutzen? Kein Platz für den. Ah, ich muss das tatsächlich benutzen. Sehr interesting. Seht ihr mal sowas? Das wusste ich nicht. Und jetzt? Kein Platz für den. Was? Wie groß ist das Werkzeug bitte? So? Hä? Verarsch mich doch nicht. Okay, dann nimmt das mal eine Izumi. Die hat da keinen Platz für. Dann nimmt das mal eine Rain. Die hat da auch keinen Platz für. Dann nimmt das mal. Nicht in Handelsreich. Was? Erzähl mir doch jetzt hier nix. Nicht in Handelsreichweite, Alter. Die Junge, die stehen einen Meter daneben. Ja, schön, okay. Dann nimmt das hier auch Izumi und das hier nimmt Izumi. Dann nimmt die Brote Somebody. Ganz egal, kann jeder mal so eins haben eigentlich. Kang. Schön. Kein Plan. Was? Hä? Wie? Wie groß soll dieses Ding denn bitte sein? Ich verstehe es nicht ganz. Werkzeug benutzen. Ich habe kein Werkzeug. Ich habe. Doch, du hast Werkzeug. Dann Rain, mach du mal. Ja. Aha. Und das kann jetzt hier noch irgendwann failen, oder wie? Wir brauchen Werkzeuge. Hat mal jemand von euch Werkzeuge hergestellt? Selbst? Geht es? Es geht bestimmt, oder? Alter, das dauert ja ewig. Aber strong, dass es überhaupt funktioniert. Ja, jetzt sind wir schon bei 50% circa. Das wär's doch jetzt, oder? Wenn wir da noch durchkommen und so richtig, Alter, alles abholen. Wisst ihr, 10 Ingenieursforschungsnotizen, 900 uralte wissenschaftliche Abhandlungen. Come on, zieht es durch. Die neigen dazu, kaputt zu gehen. Ja, aber das ist uns ganz egal. Rain, ja, geht da rein und schneidet das Ding weg. Schneid's weg, schneid's weg. Yo! Ist es denn ihr Scheißernst? Ist das denn ihr Scheißernst? Ja, was für eine Hundekacke. Okay, Leute, was für eine Scheiße, Alter. Wie uncool ist das denn jetzt bitte? Eine fallende Sonne Modell MK2. Piss mir doch gleich in den Mund, ohne Witz. Okay, ja, wie dem auch sei, Leute, es hat mich gefreut. Lasst mir mal da, was ihr von der Scheiße bitte haltet. Stay hydrated, stay can she. Bis zum nächsten Mal, euer P. Ade. Hä? Meine Crew pump ich hoch. Den Bandit pump ich hoch. Mein Gabo pump ich hoch. Pump ich hoch. Abonnieren pump ich hoch. Yeah, little Baker Man. These are pigs.